Rätselfreund Franz May ist ein freundlicher, wie noch etwas zerstreuter Knabe, der sich oft in Gespräche einmischt. Er scheint etwas verwöhnt und kindisch, was bei den Rätselfreundinnen ab und zu einem regelrechten Mutterberufswahn führt. Rätselfreund 3 ist ein gerissener Bursche, der sich schwer aufhalten lässt. Er geht öfters größere Risiken für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ein. Witze erfinden kann er besonders gut, nur mit dem Pokerface beim Erzählen hapert es noch gewaltig. Wissen und Sturheit halten sich bei diesem Charakter die Waage. Rätselfreund 4 ist ein Perfektionist, aber wer Fehler immer abstreitet, der lernt auch nie dazu. Warte, den nächsten mache ich mal. Er ist gewaltig stolz auf seinen Bart. Den er täglich hingebungsvoll pflegt. Aber er ist natürlich neidisch auf den von dem hier. Rätselfreund 5 ist ein feiner Herr, der immer Kontenance bewahrt. Dass er beim Lösen von Rätseln nie prahlt, macht ihn äußerst beliebt. Doch meiden ihn auch manche wegen seines Hangs zum endlosen Plaudern. Was man natürlich leider nicht versteht. Dieser Rätselfreund ist ein echter Romantiker und noch dazu nicht auf den Mund gefallen. Er mag Witze, bricht aber lange vor der Pointe in Gelächter aus. Gerüchte halber nimmt er seine Kopfbedeckung nie ab, selbst im Bett. Der besondere Charme von Rätselfreundin 1... Was? 1 jetzt? Das ist die Freundin jetzt. Achso. Wirkt auf jene in ihrer Nähe schnell beunruhigend. Sie ist etwas gutgläubig und wird manchmal Opfer von Streichen. Rückt sich aber nie zu sehr auf. Sie mag ihre runde Brille und hat viele weitere Exemplare desselben Modells. Kein noch so peinlicher Fehltritt lässt diese zähe Rätselfreundin verzagen. Sie ist neugierig, sprüht vor Energie und führt ihre Freunde gern auf neue Abenteuer. Wer zu Hause ihren Küchenboden sieht, weiß sofort, dass sie für ihr Leben gerne backt. Rätselfreundin 3 ist eine kleine Diva und absolut besessen von Mode. Keine darf die neueste Mode eher zur Schau tragen als sie. Sie liest für ihr Leben gerne, aber oft kauft sie mehr Bücher, als sie je durcharbeiten könnte. Wie du mit Spielen! Rätselfreundin 4 ist eine gewichtige Persönlichkeit mit gesundem Appetit. Sie ist eine Plaudertasche und kann ein Gerücht schwerlich mehr als 5 Minuten für sich behalten. Das ist gut. Sie ist eine Apfeltasche. Und ja, kann sie es nicht lange bei sich behalten. Im Sprint ist sie kaum zu schlagen, besonders wenn der Schlussverkauf begonnen hat. Ah, oh, da weiß ich was. Außer ihrem tadellosen Auftreten. Henry, bist du's? Nein. Ich bin Ramona. Ramona. Sie ist gestriegelt und gebügelt, selbst wenn es mal hektisch wird. In ihrem chronischen Sauberkeitswahn hebt sie sogar jeden Müll vom Bürgersteig auf. Und in ihrer Freizeit trägt sie gerne goldene Glitzerklamotten mit Flügelchen und behauptet, sie wäre ein Käfer. Rätselfreundin 6 bringt auch ohne Worte jeden zum Lachen. Allein ihr gekonntes Gebärdenspiel tut ein übriges. Gebärenspiel. wenn sie gerade so ein Kind raushaut und nein. Feuer, es sind allerlei Nützlichkeiten verstaut. Schnurrbart ist ein wandelndes Mysterium und scheint im Traum mit dem Professor zu... Das war jetzt so halb russisch, halb türkisch, glaube ich. Also, akzentmäßig. Schnurrbart ist ein wandelndes Mysterium und scheint im Traum mit dem Professor zu reden. Oh Gott. Nur, wessen Traum? Es ist jedes Mal fast so, als würde Schnurrbart den Professor an einen bestimmten Ort führen wollen. Ein Forscherbursche, der auf seinen Rätsellösereisen des Professors Träume besucht. Man sagt, dass in seinem Rucksack neben allerlei Träumen und Hoffnungen auch das des Postmanns 7 Sachen stecken. So. Da war noch was. Was? Er ist meistens geradezu unanständig gut gelaunt. Er ist unanständig. Ein extrem hasenfüßiger junger Mann, der selbst vor einem flaumweichen Küken Todesangst hätte. Panik ist ein Träumer und geistert nun auch in den Träumen anderer umher. Er hätte ja gerne eine Freundin, aber...
hat aber viel zu viel Angst vor dem anderen Geschlecht. Tja, da hast du es einfacher, ne? Ja, ich habe keine Angst vor dem anderen Geschlecht. Ich habe keine Angst vor allen. Nein, was? Egal. Was haben wir hier noch? Galerie? Ah, Kaufhof? Oh, ach so, nee, das sind ja alles diese Sachen. Moment, das sieht aus, als würde er auf dem Klo hocken. Bing, 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 bing. Ach, das sind so süße Sachen teilweise. Ja gut, blöp, 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 einmal durch so. Da, 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 da. So, okay. was haben wir denn bei den Stimmen so? Wen haben wir denn da alles? Aber ich will nicht weg. Oh, wie geil. Bleib tapfer, lieber Bruder. Heute beginnt dein neues Leben. Als Herschel Layton. Da kannst du eine Geschichte mit basteln. Warte mal. Das ist cool. Aber ich will nicht weg. Warte mal. Kann das wirklich? Okay. Helf uns. Gemeinsam. Ich weiß es wieder. Nee, Herrscher, bedeutungslos. Denkst du etwa, ich würde auf solch gewöhnliche Anfragen eingehen? Warte mal, das kriegt man bestimmt. Helf uns. Gemeinsam lüften wir Astlands Geheimnis. Aber ich will nicht weg. Was sagt Luke so? So leicht besiegt ihr mich nicht. Fahrt mit euch. Das letzte Rätsel von Aslant ist mein. Aber ich will nicht mehr. Bleibt. Die allerbesten, hä? Doch genug von unseren Sorgen. Was kann ich für Sie tun? Ich will nicht mehr. Ich bin Leon Bronev. Wir haben einig... Warte mal, hört irgendwas mit einem Fragezeichen auf? Das stimmt. Fahrt mit euch. Logik ist eine... Alle gut festhalten. Wir werden sie nicht entkommen lassen. Endlich ist es soweit. Das könnte entweder japanisch sein, oder aber... Ey, wenn wir das rückwärts abspielen, dann kommt da irgend so eine Satans-Beschwörungsformel raus. Mach mal Luke. Ui, das ist ja toll. Wie auf einem Kreuzfahrtschiff. Sie? Sie waren die ganze Zeit bei uns? Bedeutungslos. Nee, warte, Moment. Denkst du etwa? Sie? Sie waren die ganze Zeit bei uns? Denkst du etwa, ich würde auf solch gewöhnliche Anfragen... Ich will auch mitmachen, Professor. Juhu, ich hab's gelöst! Da ist der Satz. Wir wollen helfen, einen Erbschaftsstreit zu lösen? Diese Bilder denkst auch wie... Denkst du etwa, ich würde auf solch gewöhnliche Anfragen eingehen? Ja, das gehört ja wieder zusammen. Leben Sie wohl. Professor Layton. Stimmt. Aber ich will nicht weg! Aber ich will nicht weg! Professor, ich will Ihnen helfen. Aber ich will nicht weg! Sagt man so etwa Danke, Inspektor Kruski? Denkst du etwa, ich will auf solche gewöhnliche Anfragen eingehen? Oh Mann! Außerdem müssten wir durch das Mädchen die Geheimnisse der Aslanti sozusagen aus erster Hand erfahren können. Aber ich will nicht weg. Das ist so. Die Zeit ist gekommen, das Wissen meines Volkes weiterzugeben. Bitte nein, das dürfen Sie nicht. Möge dieses Geschenk der Aslanti den Menschen Freude und Wohlstand bringen. Helf uns. Hey. Kann das wirklich sein? Ich weiß es wieder. Bedeutungslos. Warte mal, was sagt bitte nein, ach so. Das dürfen Sie nicht. Sie? Nee, warte mal, was? Sie? Ui, das nee, warte mal. Sie? Mir steht die allerbeste. Sie werden mit Sicherheit etwas finden, Herr. Die Welt liegt Ihnen zu Füßen und ich werde immer an Ihrer Seite stehen. Aber ich will nicht weg. Bleib tapfer, lieber Bruder. Was sagt heute, Sie nochmal? Bitte nein, das dürfen das Sie nicht. Muss da irgendwas gehen, was damit... Logik ist eine essentielle Disziplin. Alle gut festhalten. Wir werden sie nicht entkommen lassen. Bitte nein, das dürfen sie nicht. Hey, das passt ich will doch. Hier nicht weg. Mann, komm weg damit. Das war mir nur Blödsinn. Was gibt's noch? Die Geheimtür dann. Wir können uns ja erstmal hier dieses Passwort notieren. Notier dir mal das Passwort. Ich notier's mir auf dem Handy. Okay. Tschüss, die Geheimtür in Monte Dor. Joa. Doa, danke. Aber was ist denn... Da, 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 da. Da, 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 da. Tralalala, ja, ja. Lass mich halt ins Notizding rein. Haben sie es?
So, jetzt kann ich nicht. Und zwar, diktier mal H2. H2 KM. KM. Z. Z. 82. 82. Z. Z. Okay, und damit gehen wir jetzt erstmal aus dem Spielchen hier raus, oder? Ich will jetzt kein System-Update durchführen. Okay, nein, Moment, wir gehen lieber nochmal rein. Können wir noch irgendwas... Du musst nochmal raus, dass es gespeichert ist. Genau. Hm, war wohl nichts, was man überspeichern konnte, oder? War es wohl noch nicht. Ne, egal. So, aus damit. Und ab zurück in den anderen Teil. Monte! Dor! Monte von Dor! Dor. Boah. Boah, danke. Dor, danke. Bling. Da hat's noch nicht dieses andere. Ich finde aber, das ist besser. Das bling, bling. Geht schneller. Oshi. Die unterste. Ich will Oshi nehmen. Nein. Nein, ja. Entschuldigung. Das war gemein. Ah, ich kann mich an meine WoW-Zeit erinnern. Da hat sich unser Gildenleiter Wilde Uschi genannt. Ein toller Name. Natürlich haben wir ihn im TS haben wir ihn immer nur Uschi genannt. So. Die Geheimtür von Miss Tellery. Ja, aber wie kommen wir denn an die Geheimtüren von... Das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht brauchst du ja gar keinen Code dafür. Hm, aber muss doch. Oder im ersten Spiel. Also erst ging's los. H2KM. Ja. Z8, 2Z. Bing. Und was kriegen wir? Speichervorgang kriegen wir. Der Schlüssel zu unserer Welt liegt in den Vermächtnissen der Vorzeit. Und nichts spielt dabei eine größere Rolle als die Kultur von Asland. Lange suche ich nun schon ihre uralten Reichtümer, ihre Schätze. Na, Roneth? In Miss Tellery, der Stadt im Nebel. Im verlorenen Königreich Ambrosia. Und in der Stadt der Wunder, Monte Dor. Doch jedes Mal, wenn ich vor der großen Entdeckung stehe... Das ist, glaube ich, das Cool. Macintosh kommt eher mir in die Quere, jedes vermaledeite Mal. Ja, doch, scheiße. Okay, dann. Wie oft willst du mir noch im Wege stehen, Herschel Layton? Du bildest dir ein, dein Intellekt für das Wohl der Menschheit einzusetzen, doch da täuschst du dich. Herschel Layton, du weißt so wenig und doch vereitelst du mir jedes Mal meine Pläne. Was soll dieses erbärmliche Spiel? Hat sich das Schicksal gegen mich verschworen? Oh, was höre ich da? Wie es scheint, darf ich mich heute doch noch ein wenig amüsieren. Mit wem denn nur? Ah! Emmy, da! Pass auf, wo du hintrittst, Luke. Fall bloß nicht in diese tiefe Grube. Wir haben es bis zur tiefsten Ebene der Ruinen geschafft. Und dies also sind die Überreste der Ruinen von Akbadain. Und die Aslanti waren technologisch wirklich derart fortgeschritten? Na, Donald Rutledge war sich seiner Existenz sicher. Ihrer Existenz sicher, seiner auch. Ich lebe! Er wusste nur nicht, um welche Art Zivilisation es sich handelte. Dann wäre das hier ja die größte Entdeckung in der Geschichte der Archäologie. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache, die du sagen müsstest. Was tun wir jetzt, Herr Professor? Nein. Aua, meine Füße! Ja! Ich will hier nicht weg! Und nicht nur das, die Aslanti waren so fortgeschritten, die Geschichtsbücher müssen neu geschrieben werden. Aber wie es scheint, hat selbst die hochentwickelste Zivilisation nicht ewig Bestand. Du weißt schon, in Layton vs. Ace Attorney können wir diesen einen Satz, den du gerade noch gesagt hast. Ich will hier nicht weg. Ja, den können wir bestimmt noch ganz toll benutzen. Den hätten wir benutzen können an der Stelle, wo wir noch das Rätsel suchen wollten. Ja, aber das sagt ja nicht mal Luke. Ja, ich weiß, das sagt eigentlich ja der kleine Theodor. Ja. Aber trotzdem, das kann man einfach mal so benutzen, wenn wir wieder, wenn wieder eine Cutscene uns die Rätsel wegschnappt. Aha.
Wer ist da? Los, zeig dich! Aber, junge Dame, wo sind nur deine Manieren? Der Skrull! Wir dachten, sie seien aus der Stadt geflohen. Ich? Geflohen? Ihr macht wohl Scherze. Ich habe gefunden, was ich wollte. Kein Grund weiter an diesem Ort zu verweilen. Aber sie sind doch gerade hier. Was treiben sie für ein Spiel? Benehmest du dich bitte nicht wie ein ungezogener Bengel, würde ich es dir vielleicht sagen. Gesittetes Verhalten hat dir dein lieber Professor anscheinend nie beigebracht. Ja, spucken Sie es schon aus, der Skrull. Was führen Sie im Schilde? Wieso bitte sollte ich antworten? Ach, sei es drum, ich will großmütig sein und verrate euch ein Geheimnis. Du da, Kleiner, du sagtest vorhin, die Zivilisation von Aslan sei untergegangen, nicht wahr? Hey, nennen Sie mich nicht... Kleiner. Mein Name ist Luke Triton. Luke Steppke! Wie auch immer, die Kultur der Aslanti, Kleiner, ist alles andere als untergegangen. Es gibt sie immer noch. Das kann nichts sein. Du streitest es ab, während du der Wahrheit ins Gesicht blickst. Sei nicht töricht und sieh es ein. Ihr lauft nur vor der Wahrheit davon. Was für eine Wahrheit soll das bitte sein? Wir laufen vor ihr davon? Denk doch einmal daran zurück, wie du Layton kennengelernt hast. Das ist cool. Genug der Rätsel, sagen Sie uns, was Sie wissen. Oh, das werde ich, Emmy Altama, das werde ich. Woher kennen Sie meinen Namen? Stalker. Hm. Hm, leider muss ich unser kleines Stelldichein hier ein Ende haben. Halt es, Kugel, warten Sie. Bis zum nächsten Treffen, Fräulein Altara. Ich wette, der wusste es schon. Achso. Ah, komm sofort wieder zurück, du maskierter Irrer! Oh ja. Wo ist er hin, der elende Schuft? Er war gerade eben noch hier und ist in diese Richtung verschwunden. Oh. Was ist das für eine Geste? Keine Ahnung, du bist. Sie haben das Kohlinspektor. Natürlich, schließlich hat er das Tohuwabohu in dieser Stadt angerichtet. Und er glaubt, er könne diesem, dem Arm des Gesetzes entfliehen. Dem werde ich's zeigen. Bis später in London, Emmy. Wusch, da geht er hin. Was ist denn? Ach nichts, manchmal zählt der Inspektor bloß ein bisschen an meinen Nerven. Er ist schon ein wahres Energiebündel. Ja, so kann man es auch sagen. Na, ihr beiden, wollen wir nicht langsam unsere 7 Sachen packen und nach London aufbrechen? Oh, Professor, wir haben gerade diesen Diskol getroffen. Der ist echt nett. Tatsächlich. Ja, ob er hier in den Ruinen nach etwas sucht? Nach etwas sucht? Ob er das verlorene Vermächtnis der Aslanti? Haben Sie was gesagt, Professor? Ach, nicht so wichtig. Kommt, lasst uns abreisen. Ich will hier nicht weg. Ich wäre recht gerne bis zum Abendessen zurück in London. Oh, Emmy, haben Sie gehört? Schnell, wir müssen los, es gibt was zu essen. Das war genau die Reaktion, die ich von dir erwartet habe, du kleiner Vielfraß. Ich wette ein Karamellpudding, dass ich meinen Teller schneller leer habe als Sie. Die Wette nehme ich gerne an. Übrigens, Professor, können wir diese Ruinen nicht später noch einmal genauer erforschen? Das hört sich toll an. Irgendwann, wenn wir wieder richtig Zeit für einen ruhigen, ausgedehnten Ausflug haben. Haha, da will ich nicht widersprechen. Ja. Oh, noch mehr. Das ist aber lang. That's what she said. Jean Descole und Herschel Layton. Selbst eure brillanten Geister vermögen es nicht, die wahre Bedeutung des Erbes der Aslanti zu begreifen. Doch das ist einerlei. Keiner von euch wird der Wahrheit jemals näher kommen. Dafür werde ich schon sorgen. So. Ah, nö. Nichts Neues.
Ja, was machen wir dann, Herr Professor? Haben wir gerade Geheime Episode 2 geschaut, ja. Ja. Dann würde ich jetzt mal nochmal das neue Spiel einlegen. Ja, aber... Und schauen, ob man da... Meinst du? Ja. Das wäre natürlich eine Sache. Es könnte natürlich sein, dass der Speicherstand, also dieses Speichern da, was ausgelöst hat. Nee, aber nee, das ist ja auf dem Dings drauf. Das glaube ich nicht, aber na, geh erst nochmal rein. Was, wo rein? Ins neue Spiel. Okay. Da frage ich mich doch, wie kommt man an die ran, an die Geheimtür-Sachen? Beim geheimnisvollen Dorf vielleicht ein Code? Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, klar war da einer, aber wahrscheinlich bloß... Oder hier. Anders gefragt, ist da denn eine Geheimtür? Da ist eine Geheimtür. Da sind zwei, glaube ich sogar. Da muss man dann irgendwie auch reinkommen. Da muss man irgendwie reinkommen, ja. Vielleicht mit Acetone, nee. Oder vielleicht im vierten Spiel? Nee, da ist bestimmt eine für Montelor gewesen. Eine Geheimtür. Scheibenkleister. Wir können das noch rausfinden. Zur Not mache ich das dann alleine irgendwann. So im Nachhinein. Erfülle bestimmte Bedingungen im fünften Teil dieser Reihe, um hier besondere Boni freizuschalten. Um mehr zu erfahren, lies bitte die Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung her? Ich bin nicht da, leider. Wie? Hast du nicht da? Ich hab das Spiel und mein DS ja nicht da. Und ich hab die Hülle nicht mit. Okay, dann müssen wir das aufs nächste Mal verschieben, oder beziehungsweise... Ja, na gut. Hidden Door, oder wie das heißt? Asan, ja. Gute Idee. Bonuses. Nee. Hier. Mach mal Bonuses. Da. Genau. So. Jetzt müssen wir... Nein, runter. Top Secret. Profiles. Hidden Door. Da haben wir es. Hier. Contents per Game. Runterscrollen. Weiter. Siehst du es nicht? Ja, lass mich doch erstmal lesen, was hier oben steht. Ist doch egal. Ach nee, Contents per Game. Da steht doch was dazu. You need a specific... Ja, aber... Okay, Ha. 20 extra Puzzles kriegt man da noch durch. Aber es steht nicht da, wie man es öffnet. Naja, gut, dann... Ach, zur Not. Extra Bonuses can be unlocked, aber... Wie? Die Dinge. Ach, steht nicht drin. Das kriegen wir noch so raus. Ich guck zur Not in die Bedienungsanleitung. Ich mach das schon. Na gut, dann sind wir jetzt fertig mit diesem Spiel und haben tatsächlich Teil 1 bis 6 durch. Naja, bis auf den zweiten. Der ist nicht ganz vollständig. Scheiß auf das blöde T-Rätsel. Ja, nicht nur das T-Rätsel, auch noch das letzte Schieberätsel. Okay, dann zugeklappt, eingepackt. Dieses Let's Play ist vorbei. Auf Wiedersehen. Danke fürs Einschalten und danke, dass ihr zugeguckt habt. Ich bedanke mich auch bei meinem Co-Kommentator. Und wir sind dann natürlich bald wieder da mit Layton vs. Ace Attorney. Deswegen wird es diesmal kein so schwerer Abschied. Denke ich auch. Genau.